Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zum nächsten Abstimmungsvideo auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, wie lange das letzte Abstimmungsvideo her ist, aber es ist mal wieder an der Zeit, denn der nächste Projektabschluss, ich will nicht sagen, der steht unmittelbar bevor, weil ich nicht weiß, wie lange Cold Steel 2 noch andauert. Nichtsdestotrotz habe ich gerne immer schon ein bisschen früher Gewissheit, was mögliche Nachfolgeprojekte angeht. Und ich möchte natürlich auch euch ein bisschen Zeit geben, eine Entscheidung zu fällen, denn ich habe heute wieder 4 Optionen, sage ich mal, in Form von 4 verschiedenen Spielen für euch ausgesucht und mir so meine Gedanken gemacht, mal wieder so ein bisschen durch meine Sammlung geguckt, überlegt, worauf habe ich momentan so Bock, wonach steht mir der Sinn. Ihr wisst wahrscheinlich, dass ich haufenweise Perlen bei mir im Regal zu stehen habe, also ungespielte Perlen, von denen ich streng genommen noch gar nicht weiß, ob es Perlen sind, aber es hat einen guten Grund, dass ich euch heute ausgerechnet diese 4 Spiele nahelegen möchte. Und da sind heute einige Retro-Sachen dabei. Allerdings ist die erste Option, die ich euch anbieten möchte, nicht unbedingt aus der Retro-Sparte, sondern ganz streng genommen sogar ein relativ aktuelles Spiel, zumindest wenn wir von EU-Releases ausgehen. Und zwar möchte ich als allererste Option zur Auswahl stellen, mit der Trails-Serie weiterzumachen. Ganz simpel und einfach, denn wenn dieses Video hier online kommt, dann wird entweder Trails from Zero schon released worden sein oder es steht kurz davor oder es ist seit kurzem zu haben. Ich weiß noch nicht genau, wann ich dieses Video hier veröffentliche, aber ich überlasse euch, ob wir eine kleine Trails-Pause einlegen oder ob ich mit Trails from Zero direkt weitermachen soll. Es ist für mich komplett blind. Ich habe es noch vor Trails of Cold Steel 3 geschoben, weil es in der Trails-Chronologie Sinn machen würde und inhaltlich, so wie ich mitbekommen habe und vom Zeitstrahl her quasi zwischen Teil 2 und Teil 3 spielt. Und ja, jetzt wo wir das Ganze auch bei uns offiziell als Remaster, glaube ich, weiß gar nicht, ob das ein einfacher Port ist oder ein Remaster, aber es auch Wurst feststeht, ich will Trails from Zero irgendwann spielen und es wird irgendwann auf diesem Kanal verewigt und ob das dann demnächst direkt im Anschluss an Cold Steel 2 passiert oder ob wir erstmal einen anderen Titel dazwischen schieben, das übergebe ich in eure Hände und ihr dürft entscheiden, ob Trails from Zero direkt Trails of Cold Steel 2 ablösen soll. Das zweite Spiel, was ich ins Rennen schicken möchte, und wir haben heute generell, so viel kann ich schon mal sagen, eine Abstimmungsrunde, die primär aus Fortsetzungen besteht zu Spielen, die ich bereits Let's Played habe. Nummer 2 ist nämlich Wild Arms 2. Ich habe den ersten Teil vor knapp 2 Jahren Let's Played als Blind Let's Play und Teil 2 ist logischerweise auch blind. Ich habe den ersten Teil extrem gefeiert. Ich weiß nicht, was Teil 2 für Gemeinsamkeiten mit dem ersten Teil mitbringt, worin sich die Teile eventuell unterscheiden, ob das an die Qualität des ersten Teils anknüpfen kann. Das sind alles Dinge, die ich gerne rausfinden wollen würde und wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann steht ab sofort Wild Arms 2 zur Verfügung. Beziehungsweise zur Auswahl, ganz streng genommen. So, und wo wir gerade schon beim munteren Fortsetzen sind, möchte ich direkt im Anschluss auch Star Ocean 2 in den Ring werfen. Und auch Star Ocean hat schon seinen Einstand bei mir auf dem Kanal gefeiert. Allerdings bin ich hier nicht so wirklich chronologisch vorgegangen, sondern habe bisher Star Ocean 4 The Last Hope Let's Played. Das ist, ich habe vorher mal geguckt, das ist schon ganze 7 Jahre wieder her. Eigentlich viel zu lang. Ich bin, was die Star Ocean Spieler angeht, zwischenzeitlich allerdings nicht untätig gewesen, weil ich Teil 1, also First Departure, privat nachgeholt habe. Ich habe Till the End of Time nachgeholt, also den dritten Teil. Und von allen Star Oceans, außer dem allerneuesten 6. Teil, der jetzt im Oktober ja irgendwann released wird, ist Teil 2 tatsächlich der einzige Main-Game-Eintrag, der mir noch fehlt, weil ich außer The Divine Force, was ja wie gesagt noch ganz neu in den Startlöchern steht, habe ich alle Teile tatsächlich gespielt und das wäre eine Lücke
die es noch zu füllen gilt, denn ich bin ein bisschen ambivalent eingestellt, was die ganze Serie angeht. Es gab einige Teile, die fand ich gut, es gab einige Teile, die fand ich nicht so gut. Teil 4 ist halt mein absoluter Lieblingsteil. Ich fand Teil 1 auch großartig und viele sagen, dass der zweite der beste sein soll. Kann ich noch nicht mitreden. Es liegt an euch, das zu ändern, wenn ihr Bock habt auf Star Ocean 2. Dann spiele ich das gerne hier als Blind Let's Play. Und abschließend stelle ich zur Auswahl Trommelwirbel Suikoden 3. Es wird mal wieder Zeit. Das sage ich im Grunde genommen bei jedem Titel, den ich jetzt hier in den Ring werfe. Aber mein Suikoden Let's Play, das liegt jetzt, also mein Suikoden 2, ich habe ja Teil 1 und Teil 2 beide jeweils blind Let's Played. Der zweite Teil liegt schon wieder 5 Jahre zurück. Es ist 5 Jahre lang her, dass ich den großartigen zweiten Teil abgeschlossen habe und wahrscheinlich am Ende irgendwann gesagt habe, ey, ich muss unbedingt weitermachen und der Rest wird auch noch gespielt und alles und überhaupt. Und es ist schon wieder so viel Zeit ins Land gestrichen. Und ich habe keine Ahnung, wie groß der Bedarf ist, beziehungsweise wie groß euer Wunsch ist. Ich wurde immer mal wieder nach Suikoden gefragt, also nach dem dritten Teil, und möchte das jetzt mal zur Auswahl stellen. Als quasi einzigen PS2-Titel. Den kann ich auch nur zur Auswahl stellen, weil man sich den im PSN auf der PS3 mit einem US-Account runterladen kann. Und das habe ich vor Urzeiten mal gekauft. Das verrottet seitdem so ein bisschen bei mir auf der Festplatte. Ich habe es auch im Original auf der PS2, wobei das stimmt gar nicht. Ich glaube, das habe ich gar nicht im Regal zu stehen. Ich habe nur die digitale Version. Muss ich mir gleich mal notieren. Fehlt noch in meiner Sammlung. Kommt sicherlich irgendwann, weil ich will die Originale möglichst als physische Exemplare, deswegen sind es ja auch Originale, gerne alle haben. Das ist vielleicht ein guter Reminder, um das Thema wieder ein bisschen aufleben zu lassen. Aber Suikoden 3 ist meine letzte Option, die ich zur Auswahl stelle. Und ich bin diesmal sehr gespannt, weil normalerweise mache ich solche Abstimmungen immer entweder mit Fokus auf Retro oder mit Fokus auf neuere Spiele, selten im Mischmasch. Und heute stelle ich halt mal so einen kleinen Mix zur Auswahl und bin sehr, sehr gespannt, wofür ihr euch entscheiden werdet. Und ich sag mal, die Regeln, in Anführungsstrichen, Regeln klingt immer so hart, ne? Ich meine, das ist kein Gewinnspiel oder so. Aber ich sag mal, das Prozedere, nennen wir es Prozedere, ist das gleiche wie immer. Jeder von euch hat eine Stimme. Schreibt mir die in die Kommentare. Es werden ausschließlich YouTube-Kommentare ausgezählt und Einsendeschluss, wenn man so will, ist der Moment, wo ich Trails of Cold Steel mitsamt Finale endgültig aufgezeichnet habe. Das heißt, ich werde über die gängigen Social-Media-Kanäle dann verkünden, wenn es einen Sieger gibt, beziehungsweise wenn die Abstimmung beendet ist. Aber bis dahin gehe ich mal ganz stark davon aus, bleiben noch einige Wochen bis es dann tatsächlich zur Auszählung kommt, weil ich glaube nicht, dass Cold Steel 2 übermorgen schon zu Ende ist. Und ich lasse mich mal überraschen. Und wir haben sowieso ja wieder den gängigen Sendeplan mit dem Mix aus aktuellem Spiel in Anführungsstrichen und Retro-Spiel, sobald Xenoblade Chronicles 3 zu Ende ist und abgeschlossen ist. Aber das wird vermutlich noch viel länger dauern als Cold Steel 2. Insofern wird das noch ein bisschen dauern. Also es liegt in eurer Hand. Schieben wir ein kleines Retro-Projekt dazwischen oder machen wir mit Trails weiter? Das sind die Optionen, die ich euch anbieten möchte. Und ja, wie es nach Xenoblade Chronicles 3 weitergeht, das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber da wird dann, wenn sich das Ende abzeichnet, sicherlich auch noch eine Info von meiner Seite aus kommen. Ja, das war erstmal der Plan. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ich belasse es dabei. Bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Abstimmen, fürs Mitmachen. Wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Resttag und hoffe, dass wir uns bald in einem anderen Video wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao.